Hallo, mein Name ist Friederike Bronny. Ich bin Mitglied des Expeditions- und Shore-Teams. Ich befinde mich gerade auf dem Deck unseres neuesten Expeditionsschiffes, der MS Fridtjof Nansen. Und ich zeige Ihnen heute dieses fantastische Expeditionsschiff. Am besten fangen wir dort an, wo Sie einchecken, nachdem Sie an Bord gekommen sind. Und wow, schon sind wir hier im Empfangsbereich. Einfach magisch, dieses Filmgeschäft. Und hier wartet auch schon unser stets hilfsbereites Team. Die Rezeption ist rund um die Uhr geöffnet. Sollten Sie etwas brauchen, sind diese netten Mitarbeiter jederzeit bereit, Ihnen zu helfen. Und direkt hinter mir sehen Sie unseren bordeigenen Shop. Dort können Sie alles kaufen, von Funktionskleidung aus Naturfasern, die perfekt für unsere Expeditionsreisen geeignet sind, bis hin zu Souvenirs und Dingen des täglichen Bedarfs. Es gibt auch einen sehr beeindruckenden LED-Bildschirm hier. Mit 17,5 Meter Höhe und 6,5 Meter Breite ist dieser LED-Bildschirm ein beeindruckendes Merkmal unseres Schiffes. Darin verbirgt sich hochmoderne Technologie mit einer Ultra-HD-Auflösung von über 4K für ein nahtloses Design. Bei Ihrer Ankunft erhalten Sie eine wind- und wasserabweisende Expeditionsjacke. Diese Jacke ist ein Geschenk, ein richtig tolles Erinnerungsstück. Sie erhalten außerdem eine Wasserflasche aus Aluminium und überall auf dem Schiff stehen Nachfüllbehälter mit frischem, kaltem Wasser bereit. Indem wir jedem Gast so eine eigene Flasche schenken, minimieren wir die Verwendung von Plastik. Das ist ein Punkt, über den Sie später noch mehr erfahren werden. Nach der Einschiffung begeben Sie sich normalerweise direkt zu Ihrer Kabine, um in Ruhe anzukommen. Schauen wir uns also die Kabinen jetzt an. Alle Kabinen an Bord sind Außenkabinen und mit modernem, skandinavischem Design und natürlichen Materialien ausgestattet. Einige unserer Suiten und größeren Kabinen verfügen über einen eigenen Balkon, andere sogar über Whirlpools. Beginnen wir mit den Polar-Außenkabinen. Dabei handelt es sich um extrem komfortable und gemütliche Kabinen. Sie befinden sich auf Deck 4 und 5. Alle haben Fenster, einen Tisch mit Stühlen, einen Fernseher, ein Badezimmer mit Dusche und sehr, sehr bequeme Doppelbetten. In der Dusche sind Spender mit Seife, Shampoo und Haarspülung an die Wand montiert. Sie wurden angebracht, weil wir Einmalartikel aus Kunststoff von all unseren Schiffen verbannt haben. Übrigens werden Sie überall auf dem Schiff eine Menge solcher Maßnahmen antreffen. Sie können sich auch darauf verlassen, dass der Inhalt dieser Spender aus rein natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Die Marke heißt Arctic Pure. Dies sind unsere Arctic Superior Kabinen. Wie Sie sehen können, sind sie äußerst ansprechend gestaltet. Sie befinden sich auf Deck 4, 5, 7 und 8. Die meisten verfügen über einen eigenen Balkon. Auch sie haben Fenster und sind mit Stühlen, einem Fernseher und einem Bad ausgestattet. Zur weiteren Ausstattung gehört ein Wasserkocher für die Zubereitung von Tee und Kaffee. Alle Kabinen haben Doppelbetten und einige sogar ein zusätzliches Schlafsofa und somit Platz für bis zu 4 Personen. Unser Green Stay-Programm ermöglicht unseren Gästen, einfach ein Schild an die Kabinentür zu hängen, damit Handtücher und Bettwäsche an diesem Tag nicht gewechselt werden. So werden Energie, Wasser und Reinigungsmittel gespart. Unsere Expedition Suites werden Sie begeistern. Sie befinden sich auf den Decks 7 bis 9. Sie verfügen über große Fenster, sind sehr geräumig und mit Sitzbereich, Fernseher, Bad und Doppelbett ausgestattet. Die meisten haben einen Balkon und die Ex-Suiten mit Balkon verfügen sogar über einen privaten Whirlpool. Und was den Komfort angeht, sie erhalten ihren eigenen Bademantel und ihnen entsteht eine Minibar, ein Wasserkocher für die Zubereitung von Tee und Kaffee und sogar eine Espressomaschine zur Verfügung. So langsam bekomme ich Hunger. Als nächstes sollten wir einen Blick in die Restaurants werfen. An Bord gibt es 3 Restaurants, eine Explorer-Bar und eine Poolbar. Beginnen wir mit dem Hauptrestaurant Ornand.
Dort werden Frühstück sowie Mittag- und Abendessen serviert. Unsere Köche kochen ihr Frühstücksei auf den Punkt, bereiten auch gerne ein Omelett zu und bieten Brötchen und Brot an, selbstverständlich ofenfrisch. Mittags und abends servieren wir Ihnen ein 3-4-Gänge-Menü, bei dem Sie aus verschiedenen Gerichten wählen können. Und dies ist das Restaurant Fredheim. Hier kann man sich gemütlich zusammensetzen und Erfahrungen austauschen und gleichzeitig den ganzen Tag über wirklich hervorragendes Essen genießen. Die Köche des Restaurants zaubern alles, vom Cheeseburger bis zu Sandwiches und servieren Gebäck und großartigen Kaffee. Lindström ist unser à la carte Restaurant für die gehobene Küche. Hier können Sie Ihren Gaumen mit einem stets wechselnden Angebot an zeitgemäßen Gerichten verwöhnen, die von den Regionen inspiriert sind, die wir gemeinsam erkunden. Diese werden stilvoll serviert und von unserem erfahrenen Personal angerichtet. Auch die Weinkarte und der Service sind exzellent. Für Gäste der Suiten ist das Essen im Restaurant Lindström im Reisepreis inbegriffen und für alle anderen Gäste optional möglich. Ich möchte noch hinzufügen, dass wir vollständige Menüs mit veganen und vegetarischen Gerichten sowie eine Reihe ganz neuer und spannender Alternativprodukte auf rein pflanzlicher Basis anbieten. Die Explorer Lounge und Bar befinden sich auf Deck 10. Hier bieten wir unseren Gästen eine hervorragende Getränkeauswahl. Von alkoholfreien Getränken bis hin zu Bier, Wein und Spirituosen. Dies ist der perfekte Ort, um einen leichten Snack und ein Getränk mit spektakulärem Blick auf die vorbeiziehende Landschaft zu genießen. Wir haben auch eine Poolbar draußen auf Deck 10. Aber ich glaube auch, wir haben jetzt genügend über Essen und Trinken gesprochen. Was halten Sie davon, wenn wir uns jetzt der geistigen Nahrung zuwenden? So, hier bin ich in unserem Science Center. Dies ist das Herzstück für wissenschaftliche und lehrreiche Aktivitäten auf dem Schiff. Hier können Sie dem Expeditionsteam bei interessanten Vorträgen lauschen und an vielerlei Aktivitäten, Citizen Science Projekten und Fotokursen teilnehmen. Hier sehen wir den Nass- und Probenbereich, wo wir Proben vorbereiten und präsentieren. Und das ist unser Labor, ausgestattet mit modernsten Mikroskopen. In diesem Raum veranstalten wir verschiedene Gruppenaktivitäten. Und das ist unser Hörsaal. Ganz schön beeindruckend, oder? Hier können Sie an ausführlichen Vorträgen zu Geschichte, Flora und Fauna, Geowissenschaften, Kultur und vielen anderen Themen mit Bezug zu Ihrem jeweiligen Reiseziel teilnehmen. Mit diesem integrierten Wissenschaftsprogramm an Bord möchten wir unsere Gäste zu Umweltbotschaftern machen. Auf jeder Seereise können Sie an Vorträgen teilnehmen, um mehr über Themen zu erfahren, die vom Klimawandel über Plastikmüll im Ozean bis hin zu Maßnahmen zur Umwelteffizienz reichen. Dieses Thema ist besonders spannend, denn Sie können das Gelernte an Bord und auch bei Ihrer Rückkehr nach Hause direkt umsetzen. Sie können auch einen wichtigen Beitrag zur Klima- und Umweltwissenschaft leisten, indem Sie sich an unseren Citizen Science-Projekten selbst beteiligen. Direkt vor dem Science Center befindet sich unsere Aussichtsplattform. Hier können Sie an von unserem Expeditionsteam geleiteten Diskussionen und Observationen teilnehmen. Da unsere Reisen uns häufig in Polargebiete führen, wo es ab und an ziemlich kühl sein kann, besitzt das Schiff auch eine Indoor-Aussichtsplattform an Deck 6. Und hier gibt es eine Aussichtsplattform im Freien. Und dies ist der Ort, an dem unsere Gäste zu ihren Expeditionen starten. Dies ist der Treffpunkt für jedes Verlassen des Schiffes unter der Leitung des Expeditionsteams, um die nahegelegene Küstenlinie und Landschaft zu erkunden. Anstelle der bislang umständlichen Lösung auf dem Oberdeck gehen wir nun von einem Deck auf mittlerer Ebene an und von Bord, wodurch unsere Gäste von einem besseren, sichereren und reibungsloseren Erlebnis profitieren. Hier werden unsere robusten Expeditionsboote, Kajaks und Stand-up-Paddling-Boards für neue Abenteuer aufbewahrt. Kommen wir nun zu Ihrem körperlichen Wohlbefinden.
An Bord gibt es mehrere Orte, an denen Sie sich körperlich fit halten können. Da haben wir zunächst den innenliegenden Fitnessraum. Hier stehen unseren Gästen hochwertige Trainingsgeräte wie Rudergeräte, Laufband, Spinningräder, Hanteln, Kugelhanteln und natürlich Yogamatten zur Verfügung. Außerdem gibt es eine 150 Meter lange Laufbahn an Deck, auf der Sie joggen und die Aussicht genießen können. Im Fitnessraum im Freien können Sie mit Ihrem eigenen Körpergewicht trainieren. In wärmeren Gefilden bieten wir auch Yoga an Deck an. Und schließlich haben wir dann noch unser Spa. Hier können Sie eine Vielzahl exquisiter Wellnessanwendungen genießen, von Peelings und Gesichtsbehandlungen über Massagen bis hin zu Maniküre und Pediküre. Unsere Sauna hat sogar Panoramafenster. Es ist ein herrliches Gefühl zu spüren, wie sich die Muskeln durch die Hitze entspannen und Sie dabei gleichzeitig die herrliche Aussicht genießen. Um das Ganze abzurunden, ist dann noch unser Pooldeck. Hier können unsere Gäste im beheizten Infinity Pool schwimmen oder in einem der beiden Whirlpools entspannen. Diese Pools werden übrigens durch die Abwärme unserer Motoren beheizt. Ja, diese Hybrid-Expeditionsschiffe fahren nicht nur zu einigen der unberührtesten und schönsten Orte der Erde, verfügen über ein ansprechendes Design und einen herausragenden Komfort, sie sind auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.